In diesem Video zeige ich dir, wie du auf deinem Garmin-Gerät Komoot verfügbar machst. Wir verbinden gemeinsam dein Smartphone mit dem Gerät. Ich nutze zum Beispiel ein Edge Explorer. Dann installieren wir die Komoot IQ App auf deinem Gerät und aktivieren sie anschließend. Vielleicht hast du noch kein Gerät zum Verbinden? Dann schau dir doch mal an, wie einfach das geht. Hallo, ich bin Thomas und in meinem Kanal Harzer Bergwald dreht sich sehr viel um Navigation und Trekking mit elektronischen Hilfsmitteln. Komoot ist ein Outdoor-Navi und hält eine Vielzahl von Möglichkeiten bereit, Touren zu suchen, zu planen, zu exportieren oder importieren oder nachträglich zu bearbeiten und zu veröffentlichen. Meine Tutorial-Serie soll dir helfen, Komoot zu verstehen und umfänglich anwenden zu können. Ich veröffentliche regelmäßig neue Anleitungen rund zum Thema Outdoor-Navigation. Abonniere doch am besten meinen Kanal, das geht ganz schnell rechts unter dem Video und aktiviere die Glocke, damit du kein Video von mir verpasst. Sicher wirst du Komoot schon auf dem Smartphone nutzen. Doch Komoot kannst du auch auf kompatiblen Geräten des Herstellers Garmin installieren. In diesem Tutorial wollen wir gemeinsam Komoot auf deinen Garmin Edge Fahrradcomputer bringen und aktivieren. Dann hast du direkt vom Lenker aus Zugriff auf deine geplanten Touren, deine empfohlenen Highlights und deine gespeicherten Collections. Wenn du nicht sicher bist, ob dein Gerät für die Komoot App geeignet ist, dann sieh unter dem Link nach, den ich dir in die Videobeschreibung gepackt habe. Hier kannst du direkt im Garmin Connect IQ Store die Liste aller mit Komoot kompatiblen Garmin-Geräte einsehen. Klicke nach dem Öffnen des Links einfach auf den Reiter Kompatible Geräte und suche nach deinem Gerät. Findest du es nicht in der Liste, kannst du Komoot mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht auf diesem Gerät installieren. Für diesen Fall stelle ich dir direkt unter dem Video einen Link bereit, der dich zu Amazon führt, wo ich eine Liste kompatibler Geräte für dich zusammengestellt habe. Um mit diesem Tutorial beginnen zu können, solltest du Bluetooth auf deinem Smartphone aktivieren. Außerdem installiere und starte die App Garmin Connect Mobile auf deinem Smartphone. Wenn du dazu Hilfe brauchst, hilft dir mein Tutorial oben rechts bei der Einrichtung von Garmin Connect Mobile. Einige Abspielgeräte zeigen dort jetzt nichts an, deshalb packe ich dir den Videolink zusätzlich in die Beschreibung unter das Video. Dies gilt für alle weiteren Videoempfehlungen in diesem Video. Dann installiere dir noch die Garmin Connect IQ App, über die du Erweiterungen für deine Garmin-Geräte suchen und installieren kannst. Dann müssen wir dein Komoot-Profil und dein Garmin Connect-Profil miteinander verknüpfen. Natürlich bekommst du auch dabei Hilfe von mir. Schau dir dafür das Video oben rechts an. Wird dort nichts angezeigt? Sieh bitte in der Beschreibung unter dem Video nach. Hast du alles bereit? Dann lass uns doch loslegen! Zuerst musst du dein Garmin Edge mit deinem Smartphone über Garmin Connect verbinden. Öffne Garmin Connect Mobile. Gehe ins Menü und wähle den Punkt Garmin Geräte. Schalte dein Garmin Edge Gerät ein und öffne das Menü unten links. Wähle Online-Funktionen und dann Smartphone koppeln. Drücke am Smartphone unten Gerät hinzufügen. Wenn Garmin Connect Mobile dein Edge erkannt hat, drücke Verbinden. Bestätige, dass du dich verlinken willst. Gebe dann den auf dem Edge eingeblendeten Code ein und klicke auf Fertig. Nach dem erfolgreichen Abschluss bestätigen dir die App und dein Edge die Kopplung. Klicke in der App auf Weiter. Wir überspringen hier die Grundeinstellungen des Edge, da sie nicht Thema dieses Tutorials sind. Tippe jetzt auf Synchron. Garmin Connect hat jetzt dein Edge synchronisiert. Tippe auf Fertigstellen und anschließend auf Einrichtung abschließen.
Jetzt hast du dein Garmin Edge erfolgreich mit deinem Smartphone und der App Garmin Connect Mobile verbunden. Fassen wir die Verbindung mit dem Smartphone noch einmal kurz zusammen. Starte die Connect Mobile App und gehe auf Garmin Geräte. Gehe im Edge auf das linke Menü, dann auf Online-Funktionen und Smartphone koppeln. Wähle in der App Gerät hinzufügen und folge den weiteren Anweisungen. Installieren wir jetzt gemeinsam die Komoot-App auf deinem Edge. Alles über Komoot und seine Funktionen lernst du in den Videos der Playlist oben rechts. Den Link setze ich dir auch in die Beschreibung. Öffne das Menü der Connect-App, gehe wieder auf Garmin-Geräte, wähle dein Edge und dann Aktivitäten und Apps und mehr. Danach wählst du Aktivitäten und Anwendungen. Ignoriere die Anzeige in meiner App. Gehe unten auf weitere Apps herunterladen. Unten rechts siehst du das aktive Gerät für den IQ Store. Hast du mehrere Geräte von Garmin und es wird jetzt ein anderes angezeigt, so tippe darauf, gehe dann oben auf Auswählen, tippe auf dein Edge und gehe oben links zurück. Jetzt ist dein aktiviertes Gerät im Store dein Edge. Tippe unten links auf IQ Store. Für Nutzer mit nur einem Gerät geht das Tutorial hier weiter. Eventuell wird dir Komoot bereits in einer der Kategorien vorgeschlagen. Tippe auf Komoot und tippe dann auf Installieren. Sollte der Download nicht automatisch starten, gehe zurück zur Garmin Connect Mobile App in die Geräteübersicht. Tippe neben deinem Connect auf den Sync-Button. Die Synchronisation kann einen Moment dauern. Wenn die Synchronisation abgeschlossen ist, wähle das Gerät aus. Gehe zu Aktivitäten, Apps und mehr. Gehe auf Aktivitäten und Anwendungen. Komoot sollte jetzt auf dem Edge installiert sein. Fassen wir noch einmal die Installation zusammen. In der Connect Mobile App gehst du in deinen Edge und dann auf Aktivitäten, dann erneut auf Aktivitäten. Wähle weitere Apps herunterladen. Im IQ Store musst du eventuell dein Gerät noch einmal wählen, öffne die Seite von Komoot und klicke auf Installieren. Eventuell musst du deinen Edge erneut synchronisieren. Noch kannst du Komoot nicht nutzen. Ein weiterer Schritt ist erforderlich. Doch vorher will ich dir noch schnell einen Tipp geben. Im Community-Reiter, in der App oder im Browser findest du in meinem Kanal Neuigkeiten zu veröffentlichten Videos, Planungen, Umfragen und Informationen. Außerdem kannst du bei Facebook meiner Hilfegruppe beitreten, in der ich alle Themen in Lektionen gepackt habe, damit du sie thematisch geordnet finden und erlernen kannst. Den Link packe ich unten in die Videobeschreibung. Gehe jetzt wieder an deinen Edge, tippe unten rechts auf IQ, wo deine installierten Apps aus dem IQ Store zu finden sind. Tippe dann auf Komoot. Das Gerät fordert nun einen Code an. Tippe auf den eingeblendeten Link. An deinem Smartphone bekommst du eine Connect-Nachricht, die du antippst. Und die dich zu deinem Browser führt. Sollte sich jetzt im Smartphone nicht dein Standardbrowser öffnen, so öffne ihn manuell. Auf der eingeblendeten Seite musst du dich zuerst in dein Komoot-Konto einloggen. Gib dann den im Edge eingeblendeten Code ein. Wird der Code akzeptiert,
tippe auf Zugriff erlauben. Jetzt musst du dich in deinem Connect-Konto einloggen. Als nächstes kannst du auswählen, ob deine Aktivitäten auf dem Edge an Komoot gesendet werden dürfen. Gehe nach der Auswahl auf Speichern. Stimme dann der Datenschutzrichtlinie zu. Die Meldung geschafft zeigt dir an, dass du Komoot erfolgreich auf deinem Edge aktiviert hast. Fassen wir noch einmal die Aktivierung von Komoot auf dem Edge zusammen. Wähle Komoot im Edge unter IQ aus, tippe auf den Link, tippe auf die Meldung am Smartphone, öffne den Standardbrowser gegebenenfalls manuell, logge dich bei Komoot ein, gib dann den Code ein und folge den weiteren Anweisungen. Im Edge wirst du bereits bemerkt haben, dass dir Komoot schon deine geplanten Touren anzeigt. Tippe oben auf Profile. Du kannst jetzt geplante Touren, deine Highlights und Collections zum Navigieren nutzen. Die vollständige Benutzung der Komoot IQ App zeige ich dir in einem anderen Video. Wenn du mal in die Bedienung von Garmin Basecamp reinschnuppern möchtest, ist die Playlist links oben genau richtig für dich. Die ganze Welt von Google Maps und My Maps erkläre ich dir in der Playlist unten links. Ich freue mich auf deine Fragen und Kritiken genauso wie über einen Daumen hoch für dieses Video. Ich bin Thomas, bis zum nächsten Mal.